Herzlich willkommen bei Orakelkaktus TV, dem etwas anderen Hollywood. Grüß euch. Ich bin der Raul. Ich bin der Magnus. Willkommen bei der 6. Folge von Crash Team Racing. Es ist wirklich schon die 6. Es ist wirklich schon die 6. Magnus. Oh Gott, die Zeit. Es ist wirklich schon 6 Wochen her, dass wir das angefangen haben. Es ist immer noch der gleiche Abend, es ist immer noch der gleiche Wort. Der Wort heißt übrigens Martin. Ja, das hast du. Schnauze da draußen! Autos hier drinnen, nicht Autos da draußen. Und jetzt zahlt ich es auch nicht mehr aus, das Fenster zuzumachen. Was war das jetzt? Du hast an deinem Wodka gerochen und es hat dich gerissen. Warum? Aus Freude. Ich spiele in der Tiny Arena. Die schaut aus wie die Wario Arena aus Mario Kart. Würdest du für mich einmal herausfinden, dieses Spiel ist, wann, 98 hast du gesagt? Rausgekommen? Mhm. 99? 96? Ja, 99. Okay. Würdest du mich für mich herausfinden, wann Mario Kart und Diddy Kong Racing rausgekommen sind? Also Mario Kart 64, meine ich damit. Ja, ich schreibe Mario, das passt schon so. Ich Mario Kart mit K? Ich weiß schon, danke. 64. Das ist wie ein 6er und ein 4er, nur noch enger zusammen. Ich habe bis jetzt noch keine einzige Kiste gekriegt, aber dafür hat mich auch noch niemand überholt. Doch jetzt, wo ich sage. So, schaffst du es? Hä? Schaffst du es herauszufinden? Ich bin schon fast fertig. Mario Kart 64 ist von 96. Okay, gut. Und zuerst erschienen in Japan. Ah, finde ich gut. Ja. Bei uns in Europa war es im Juni 97. Oh, schön. Das war eine schöne Zeit. Juni 97. Ja. Ich erinnere mich noch, als ich mit 5 Jahren durch die Gegend lief. Wie alt bin ich jetzt also? Ein kleines Ratespiel. Kommt drauf an, welches Jahr haben wir gerade? Ja, das werden die Zuschauer schon wissen. Ja, echt? Die wissen ja nicht, wann wir das Video gedreht haben. Die wissen nur, wann es hochgeladen wird. Ja, aber wenn ich 97, 5 Jahre war, ist es egal, wann dieses Video hochgeladen wurde. Man weiß trotzdem, wie alt ich bin. Das ist ein Jahr vergangen. Ja, die Frage ist, wie alt... Ja. Okay, aber man kann trotzdem dadurch rekonstruieren, wie alt ich bin. Okay, wann ist Diddy Kong Racing rausgekommen? Daran arbeite ich doch. Mit Doppel-D. Sag ich doch. Und Y hinten dran. Sag ich doch. Ja, ich sag's mal. Man weiß ja nie. In Deutsch warst du noch nie gut. Und Diddy Kong ist ein... Französischer Name. Ah, oh, stimmt. Oh, Diddy Kong. Ist 97, aber im November, also Ende des Jahres. Okay. Ich weiß nicht mehr. Ah ja, genau, weil Crash Team Racing und Diddy Kong Racing beide als... Ich nehme mal an, also es ist kein Fakt, sondern ich nehme es mal an, als erste Fun Racer eine Overworld-Karte hatten, also wo man von Welt zu Welt fährt. Aber ich könnte mich auch täuschen, also wie gesagt, es ist nicht recherchiert, es ist einfach nur Vermutung. Ja, du willst die Spiele jetzt besser darstellen als dieses hier, damit es deine spielen darfst, gell? Na, ich meine, ich finde generell, ja, es stimmt, ich finde Diddy Kong Racing generell etwas lustiger als dieses Spiel, aber ich bin von diesem auch recht begeistert bis jetzt. Und irgendwann, lieber Magnus, irgendwann spielen wir dieses Spiel gegeneinander. Der war gut. Hm, das ist okay. Vielleicht glaubst du es mir jetzt noch nicht, aber das kommt noch, mein Freund. Ich glaube, ich sollte dich im Schlaf umbringen. Das haben schon viele gesagt und versucht. Weißt du, was das Schlimme ist? Das glaubst du mir sogar? Na, wenn du jetzt morgen erstickt aufwachst, dann haben wir hier Zeugen, dass ich das gesagt habe. Vor allem, wenn du erstickt aufwachst. Ja, ich weiß, genau, dass du das gerade lachst, ja? Das ist ein Scary Movie. Ja, ist ein toller Film. Naja, erstickt aufwachen, stelle ich mir besser vor, als erstochen aufzuwachen. Auf jeden Fall. Oder verbrannt. Oder ertrunken. Obwohl, wenn man verbrannt aufwächt, dann... Aufwächt? Man aufwächt. Wächen sie auch oft auf, ja, und denken sich, ich sollte gebrannt sein. ich bin Gott schlecht! Kommt drauf an, rieche ich dann nach Kohle oder nach so... Kommt drauf an, was von dir du riechst. An den... Sperrips. Barbecue Dressing. Wurscht. Ich krieg schon wieder Hunger. Ja, danke dafür. Schett warum? Schett Bock auf eine Bockwurst. Bockwurst, ey. Oder eine heiße Braune. Wurscht. Was ist eine heiße Braune nochmal? Das ist echt pervers. Das ist einfach ein Braunschweiger aufgeschnitten, in die Mikro geschmissen, aufgeheizt und gegessen. Was ist ein Braunschweiger, genau? A Wurscht, frag mich nicht. Ich hab dich aber gefragt. Ja, ich geh nur zum Hofer und kauf's. Schleichwerbung, Schleichwerbung! Eine Schleichwerbung, weil es gewesen, wenn ich Aldi gesagt habe. Hat er gerade Aldi gesagt? Nein, hat er nicht. Er hat Alter nicht gesagt. Alter! Aldi! Okay, das schaffe ich noch. Aldi ist die weibliche Form von Alter. Ja, ey, Aldi?
Ah, komm schon. Die war so gut. Teilweise. Das ist übrigens die Heimatarena von Tiny Tiger. Wow! Das war Zeitraub! Zeit anhalten! Ich bin so super! Ich bin so toll! Das hat keiner kommen sehen. Worüber haben wir gerade geredet? Über einen Tiny Tiger, das war nämlich seine Richtig, Arena. Aber davor. Genau! Todesarten! Was ist deiner Meinung nach die schlimmste Todesart? Vermutlich. Oh, verbrennen oder. Also, ersticken auf eine Art und Weise. Ne? Also, saufen ist das Wahnsinn. Also, erstickt wäre schon mal fast. Die meisten. Ja. Also hoffen wir mal eigentlich schon fast mal. Ja. Nein, das nicht. Ich bin ein guter Schwimmer im Gegensatz zu dir. Kann schwimmen. Ja. Mein Hund kann auch schwimmen. Ja, und? Ich sag aber nicht, dass er ein guter Schwimmer ist. Ja, oben bleibt er. Ja. Und er stinkt nach nassen Hund. Ja, ich glaube, da habe ich den Vorteil, ich nur ein bisschen. Auf jeden Fall. Ich bin sehr haarig. Ja. Ich bin neidisch auf diesen Bartwuchs. Meine Bartpartikeln sind einfach stärker als die deinen. Bartpartikeln. Follikeln, glaube ich, oder? Follikel. Ja. Partikeln finde ich jetzt besser. Als Follikel. Follikel sind. Ja. Wir sollten uns als dritten Pro-Moderator einen Schweizer holen. Ein Schweizer? Das fände ich super. Das wäre süß, ja. Ich mag die Sprache, also die Idee ist ja keine eigene Sprache an sich. Den Dialekt. Das Lebensmotto, es ist ein Lebensmotto. Das muss ich jetzt vorher erzählen. Unser Schnittschneidmeister ist ja, wie ich schon einmal erwähnt habe, mein Bruder. Hat einen Freund in der Schweiz, ich nenne jetzt keinen Namen, und der hat uns mal besucht. Netter Kerl, ganz lieber Kerl. Und wir haben. Ich oder mein Bruder, einer von, also irgendwer von uns hat meinen Lieblingsschweizerwitz erzählt, also eigentlich ein ganz dämlicher. Schweizerwitz? Das wäre aber rassistisch, ja? Ja, sehr. Na, einfach dieser Klassiker, wie sagt ein Schweizer Banane? Banane. Und das Lustigste am Ganzen war, er, der Schweizer, der hat ihn nicht verstanden. Er hat nur aus Höflichkeit gelacht, aber man hat ihm angemerkt, den versteht er nicht. Das verstehe ich. Und ich fand das so süß, fand ich das. Dass einfach das also meinte, ich verstehe nicht. Fuck, falsche Richtung. Und er hat uns wahnsinnig gute Schokolade mitgebracht. Mein Gott, war die gut. Das ist auch irgendwie rassistisch, oder? Aber das ist selbst schuld, wenn er Schokolade mitbringt. Ja, ich meine, ist ja toll. Ich hab damals doch gut. Ich find's immer schön, wenn Stereotypen sich bestätigen. Ja, auf jeden Fall. Ja, was halt, ja, ich würde ihm auch einen guten Schweinsbraten und einen Wiener Schnitzel mitbringen. Sicher, keine Sachertorten. Und eine Sachertorten zum als Nachspeis. Als Nachschlag? Ja. Nicht als Nachspeise oder Dessert, nein, als Nachspeis. Ist ja Sacher. So Sacher erst. Kommen wir zur Sache. Ich brauche wieder mal Sachertorte, Magnus. Ein Schokokuchen mit Marmelade. Ein Schokokuchen mit Marmelade und Schokoglasur, nicht vergessen. Ist ja eigentlich, soweit ich weiß, eine Torte nach Sacher-Art, weil Sacher-Torte darfst nur das Hotel Sacher nennen oder so irgendwie? Kaffeesacher. Kaffeesacher, Entschuldigung, ist geil. Ich glaube, die haben ein Hotel dabei, oder? Ja, aber es ist okay. Das Kaffeesacher. War das nicht, ich glaube, das hast du mir dann mal erzählt, war das nicht das gleiche mit eigentlich mit dem Begriff Marmelade? Nein, das war nicht ich. Okay. Ach, komm schon! Du wirst nochmal gegen die Wand springen? Ich werde nicht gegen die Wand springen. Im realen Leben jetzt, nicht im Spiel. Na, ich glaube, irgendwer hat mir mal gesagt, dass wirklich Marmelade darf man nur zu Marmelade aus bestimmten, aus irgendwas bestimmten, irgendeinem bestimmten Gebiet sagen. Aber da könnte es, das könnte auch sein, dass ich fehl informiert bin. Also falls Marmeladen Experten, danke, so war das Wort, unter den Zuschauern sind, bitte, bitte meldet euch und erklärt mir die Welt. Freuen wir uns sowieso drüber. Wir freuen uns, wenn man uns unnützes Wissen mitteilt. Richtig. Das sagen wir ehrlich, das ist unnützes Wissen, aber es ist interessant. Richtig. Naja, es ist insofern das ist nützlich, wenn wir. Ja. Es wäre insofern nützlich, wenn wir sagen würden, ich will jetzt Marmelade machen. Darf ich sie so nennen? Ja, verkaufen darfst du es halt nicht so. Verstehe. Das ist schon mal ein guter Gedanke. Aber generell, zu allem, was wir sagen, selbst wenn man weiß, aus einer zuverlässigen Quelle weiß und nicht einfach nur vermutet,
dass wir falsch liegen, bitte es uns sofort mitzuteilen. Wir lernen immer gerne. Wenn jetzt hingegen einfach nur kommt, ich hab gehört, dein nicht so, und ihr seid falsch, weil, dann bitte die Schnauze halten. Ja. Oder ich hab's auf Reddit gelesen. Ja. Ja. Und wie gesagt, wir werden immer wieder mal Fragen stellen, wie zum Beispiel eben diese gerade, also falls Marmeladenexperten unter euch sind, bitte melden. Serie. Nie gesehen, dafür bin ich nicht alt genug, tut mir leid. Ja, ich bin halber Rentner. Beinahe. Drei von euch würden mir einen Rentner geben. Ich will in die Frühpension. Jetzt. Ja, warum nicht? Ja, es wäre einfach so viel schöner, weil warum? Ich will doch gar nicht arbeiten. Sollen das doch die Leute machen, die es wollen? Es gibt so viele Leute, die Arbeit wollen. Es gibt so viele Menschen, denen einfach stinkt langweilig ist. Richtig. Wenn sie arbeiten gehen. Wo ich mich immer frage, was ist jetzt eigentlich der Problem? Richtig. Ja, das sind die Leute, die ohne Computer aufgewachsen sind. Denke ich nicht, nein. Ich bin auch ohne Computer aufgewachsen. Nein, bist du nicht. Du hattest deine Kindheit ohne Computer. Aber mittlerweile ist seit vielen, vielen langen Jahren der Computer ein Bestandteil deines Lebens. Ja, aber damals war ich schon 40, also... Wie alt bist du deiner Meinung nach? 187,5. Und dann bist du Halbpensionist, also vor der Halbrentner. Ich habe nie was eingezahlt, was soll ich sagen? Ja, ich sage, es gibt so viele Leute, die keine Arbeit haben oder Arbeit wollen. Sollen doch die arbeiten? Du übrigens. Ich nicht. Ha? Du hast gerade gewonnen. Ja. Du hast ja gesagt, ich bin am besten, wenn ich scheiße rede. Ja. Juhu. Oh, er weint. Er weint. Dieses arme Echsenwesen-Ding. Bist du hässlich. Er ist ziemlich hässlich. Weißt du, was mir da einfällt? So grässlich hässlich. Was? Nein, das nicht. Wenn der mich so anschaut, kommt mir aus einem bestimmten Film. Hör auf mich. Glaube mir. Aus welchem Film und wer hat's gesungen? Das ist aus dem Film My Fair Lady. Und der Professor Gato mit der Schere im Salon aus. Es ist Oberst von Gato, nicht Professor Gato. Verdammt! Wenn du schon solche Anspielungen machst, dann bitte richtig. Ich war froh, dass ich so spontan was Gescheites hinkriegt habe. Richtig, ich glaube, das ist der falsche Weg. Da geht's zurück, ja. Okay. So. Gerade du solltest trotzdem wissen, aus welchem Film das kommt. Ja, aus dem Dschungel, du. Ja, danke. Und der Scar hat's gedudelt. Ich habe ja vorher schon gesagt, richtig. Der kommt schon aus wie der Scar. Okay. K. Ich bin da. Ska war der Typ mit der Ska, der Narbe. Das heißt ja Narbe. Jo. Das überrascht mich jetzt total. Und der war nicht aus dem Dschungelbuch. Nicht? Nein. Der Ska war aus ich weiß. König der Löwen. Shere Khan war aus dem Dschungelbuch. Diesen Spruch sage ich dir. Ja. Wobei mein absolutes Lieblingslied ist ja aus Dschungelbuch. Und zwar probier's mal mit Gemütlichkeit. Yeah. Das ist nicht mein Lebensmotto. Unser aller Lebensmotto. Ich glaube, du findest niemanden, der sagt, ich komme damit nicht klar. So, soll ich noch Engine Labs machen? Ja, das ist deine Heimkarte. Heim ja, dann überziehen wir fast wieder. Ma, gut, dann halt nicht. Gut, dann das nächste Mal. Gut. Das war's für heute. Geschmeidig bleiben.